Ich sag nichts dazu. So, ich stehe. Perfekt. Nein! Mann! Was soll denn die Scheiße mit den Fischern? Das verballert, toll. Was machst du die ganze Zeit außer T-Rails? Nichts. Ja, da braucht man sich nicht wundern, dass du keine Tore kriegst. Machst wieder einer Feigling. Ich hab dir angeboten, dir zu helfen. Außerdem, ich verzweifle allein an diesen scheiß Rails hier gerade. Spinne! Leute, ganz schnell abbauen den Spawner hier. Wo ist ein halbes Herz? Oh ne, ich höre schon wieder so eine Kackspinne. Ich muss mir echt mal ein paar Gold craften. Auch schon wieder weg, das funktioniert so auch nicht. Mann. Was fressen. So. Was ist normal? Oh, der hat einen verzauberten Bogen. Verpiss dich, ey. Da fehlt schon wieder was. Außerdem, was hast du überhaupt vorgehabt, bevor du den Minenschacht gefunden hast? Ich wollte eigentlich die Kisten setzen. Ach ja. Aber das waren bloß ein paar Nebengänge von unserem Hauptminenschacht. Mehr ist hier nicht. Außer Spawner. Die sind. Ach so, stimmt, der Skelett-Spawner. Ja, und da muss auch ein Cave-Spider-Spawner sein, weil die spawnen nicht so. Hab ich schon. Ach so. Den hab ich schon. Den Spinnspawner habe ich jetzt auch. Ach du Scheiße, hier geht's noch weiter. Ah nee, ist Ebbe. Hier ist Schicht im Schacht. Äh.
Nein, ich muss hier bei der Loire verlängern. Los, verschwinde. Aber ich komme mit gut zwei Stacks Raids nach Hause dann. Wird ja wohl reichen. Ja. Ja, obwohl wir haben ja noch ein Projekt, wo wir die Raids brauchen. Ja gut, dann reicht es erstmal nicht, aber ich meine für unseren Hauptminengang reicht das jetzt erstmal. Oh, der ist schon eine Hexe, verpiss dich. So, genau, die würde man mitnehmen, perfekt. Dann fährt man da ganz normal mit der Lose runter. Alles nicht so einfach hier. Denn der Gang geht hier tatsächlich doch noch weiter. Ich komme mit mehr als zwei Stacks Dings nach Hause. Ich habe ja jetzt schon fast zweieinhalb Stacks im Inventar, anderthalb Stacks schon wieder im Inventar. Haha, ausgetrickst Skelett. Alter, das zieht wieder zweieinhalb Herzen ab, trotz dir Rüstung. Creeper. Ist er immer noch in der Minenschacht drin? Ja. Das geht hier halt immer weiter. Und ich sag mal so, je mehr Spawner wir finden, umso mehr XP. Hast du die eigentlich mit Sick Touch ab? Nö, ganz normal. Und die kriegst du raus? Ja. Das macht halt das Plugin. Oh, ich höre da was draußen. Och nö, das ist meine dritte Nacht, glaube ich. Ja, das ist meine. Nix. Puh. So, ich fahre hoch. Ja, okay, mit dem Skelett lege ich mich nicht an.
und steht dann da oben. Perfekt. Gerecht in Annahme, dass du nicht schlafen kannst. Ich kann aber kurz disconnecten. Wenn du bei dir bist. Liege. So. Ist Tag. Boah, das müsste reichen. So. Wo war jetzt die angefahren? Hast nicht du Holz, was ich mir ausleihen kann? Wenig. Okay, nee, da fahr mich kurz. Irgendwer hat zwischen dir und deinem Haus auch nicht wieder. Das war ich. Achso. So. Das war der Eich selber. Muss ich gerade gucken, wo? Hier ging es auch noch mal hoch. Was gibt es da? Irgendwas Interessantes? Nö. Außer Kackspinne. Ja, ich muss den Weg zurückfinden. Ich glaube, der war's. Ich glaube, der war es. Ja, hier war der Spawner, hier war die Lava, hier komme ich lang, hier habe ich mich hochgebaut, da ist die Kackhöhle. Ja. Hier war der Spawner. Ja, hier ist die Afka-Angelfarm. So, dann können wir hier nicht weitermachen, weil ich nicht hochkomme. Kisten und Hoppa, Kisten und Hoppa. Autsch. Das? Och, ernsthaft, Eik. So. So reicht. Mir gibt es nicht. Wer sich beschwert, wird gebannt. Und du siehst ja, ich war ja eine halbe Stunde jetzt ungefähr nicht da und ich habe nicht mal die erste Kiste voll. Das sollte kein Problem sein. Das ändert sich dann, wenn die Angeln verzaubert sind. Thank you.
Meine war verzaubert. Mit was? Luck of the Seas 2. Boah. Da kannst du lange angeln. Warum brauchte man nicht Luck of the Sea für gutes Zeug? Ja, aber 3 ist richtig krass. Also. Und du brauchst halt noch Lure drauf, damit es auch durchweg geht. Weil ohne Lore geht's auch nicht schnell genug. Kommt dort der Dings hin? Der Elevator. Ja, da kommt der Elevator dann hin. Stopp. So. Und da kommt er hin. So. Das. 16 Minuten, da habe ich schon ein bisschen Zeit. Ike? Ja. Ich wäre mit der Strecke bereit zur Abnahme. ja, da musst du jetzt mal ganz kurz. Ja, klar. Warten. Ich fahre. Ich sag nur. Gunpowder dahin, Knochen da, Pfeile kommen hier hin, der Bogen kommt dahin, das Schwert und das Schwert da, die Rüstung kommt wieder hier hin, der Sattel kommt dahin. Häusel baue ich dann später. Wir haben ein Zombie, ein Skelett und 6 Cave Spider Spawner. Läuft. Obwohl ich mit den Cave Spidern nicht arbeiten möchte. Also ich persönlich nicht. Ja, da müssen wir einen normalen Spin Spawner finden. Weil erstens beim normalen kriegst du deutlich mehr Springs raus und zweitens sind die anderen ja, wie du mitkriegst, gefährlicher. Ja, kommt drauf an. Also die kommen ja nicht durch das Baugeschehen dann durch. Ich kenne mich, ich kenne andere, ich durch irgendeinen Unfall passiert und dann sind sie auf einmal Massen da und man kann sie nicht verteidigen, weil man sofort da ist. Aber ich habe 48 Strings alleine bekommen jetzt durch die 3-4 Spider. Oh. Du hast Dingsbums drauf. Nee, ich habe mit dem Schärfe 4 gekämpft, da ist kein Looting drauf. Da ist kein Looting drauf. Ich habe ein Schärfe 2 Schwert. Schärfe 3 habe ich auch noch irgendwo in der Kiste, da ist dann Looting drauf. Ja, ich hatte ja Schärfe 5 und das ist das leider verloren gegangen. Tja, was stirbst du auch? Blood Moon? Ich wusste nicht, dass mein Zeug despawnt. Das wusste ich aber auch nicht. So, ich habe jetzt 2 Stacks und 53 Schienen. Ja. Ist das Essen jetzt hier draußen zum Mitnehmen gedacht? In den Kisten, klar. 3, gut. 3 Stacks Kartoffeln. Und 1 Stack Möhren, die kann ich jetzt gleich schnabulieren. So, da wollen wir mal lunzen. Machst du unter den Hoppern noch zu? Ups, hab ich aufgelassen? Ja, das sieht gerade ein Kacke aus. Entschuldigung. So. Da hast du wieder Schienen drinne.
Okay, Testfahrt. Ja! Generell habe ich noch was herausgefunden beim Testen, das siehst du gleich. Du stehst auf Deaktivierungsschienen sofort. Na dann. Wenn sie nicht. Sage mal, haut er mich einfach. Und zum Beispiel, tu hier mal jetzt einfach irgendwelches Zeug rein. Ich hab leeres Inventar. Ey, hier so. Schub sie mal an. Jetzt habe ich deaktiviert, die Power. Und jetzt fährt das einfach hoch. Und man selbst könnte jetzt hier einfach weiterfahren gehen. Will ich aber nicht. Ich fahre jetzt. Ach, der kommt hier nicht runter. Der just like. Ah, doch, der kommt. Guten Abend zusammen. Bye. Bye. Und was stellt ihr an? Verschiedenes. Tschüss, das mein Kart. Das ist auch das ist automatisch zurückgefahren. Also da musst du dir noch was einfallen lassen. Warum ist hier so ein von meiner Haustür fast ein Leiter? Lass es mal bitte, da unten ist die Afka angefahren. Da kommt noch ein kleines Häuschen hin. Ah, okay. Ja, ich wollte nur mal wissen, was das ist. Jetzt weißt du es. Ja, kannte ich nicht, deswegen. Nö, die habe ich auch erst in der letzten oder vorletzten Folge gebaut. Ja, deswegen wollte ich einfach jetzt mal wissen, was das ist. So, jetzt kann ich das mal zu fressen. Ich sehe gerade, Dark hat endlich das Feld hinbekommen, fertig zu bekommen. Mhm. Ja, endlich. Hat auch Ewigkeiten gedauert. Ja, hat auch Ewigkeiten gedauert, weil dann Ike mir immer die Nahrungsmittel klaut. Nee, das war ein einziges Mal und es waren 6 kleine Felder, die ich abgeerntet und wieder nachgepflanzt habe, damit ich überhaupt was zu essen habe. So. Ja, aber ich glaube mir, Ike ist ja nicht schlimm, ich klaue mir jetzt auch wieder was zu essen. Na, jetzt kann man es sich erholen, jetzt macht es keinen Spaß mehr zu klauen. Wir müssen das Feld nicht nachpflanzen und dann Darko anschimpfen. Jetzt macht's ja keinen Spaß mehr zu klauen. Wie mache ich nochmal den Räucherofen? 4 Holz, 1 Ofen. Oh, wer hat denn die schöne Picke da oben gebaut? Ich vor. Der Ike. Genau. Der Ike. Ja. Obwohl ich das habe ich auch mal hinbekommen für Society damals. Ja? Da hatten wir auch auf unserem Minendach das. Ja? Ach du Scheiße. Ich. Kenne ich also, gar nicht mehr. Kann ich dir auch noch gut erklären, kurz.